Hallo und willkommen zu Teil 2 unserer Anleitung zu Stylefill Muddy Legends. Und im ersten Teil haben wir ein Level gehabt, wo wir uns einfach nur lang bewegen müssen. Hier sind wir schon in diesem Anfangsscreen und jetzt will ich euch ein Level zeigen, wo wir was anderes machen müssen, als uns einfach nur bewegen. Dazu klicken wir hier drauf, Secret Army. Da geht es jetzt also darum, Sven Schlamm-Ledersens abzumurksen. Und zwar 65 Stück müssen wir schaffen. Das probieren wir mal. So, hier haben wir wieder mal einen Tipp. Die kleinen Kaptorgen. Wir können zwei Einser-Kaptorgen zu einem Zweier-Lebensboost verwandeln. Und dann können wir das so weit treiben, bis wir so ein Kettenhemd bekommen. Das probieren wir mal jetzt. So. Bank. Ich gehe noch nicht auf das Schild. Ah, jetzt muss ich aber. Bank. Jetzt habe ich so ein Einserschild gesammelt. Und habe alles in allem jetzt. Das ist jetzt wichtig geworden. Hier mein Attackewert und hier meine Lebensenergie. So, zack. Wenn ich jetzt nach unten gehe, habe ich aus zwei Einserschilden einen Zweierschild gemacht. Und ihn gleich geschluckt. So. Ah, so. So. Hier noch ein Zweier. Noch ein Zweier. Noch mehr Zweier. So, und jetzt tauchen die ersten Svens auf. Das sind Einser-Svens. So, da habe ich einen gekillt. Jetzt habe ich einen Dreier-Attacke-Wert. Die ziehen mir aber trotzdem hier Lebensenergie ab. So, wenn ich jetzt nach unten gehe. Ihr habt gesehen, gerade hatte ich 7, jetzt habe ich 8. Da habe ich mich geheilt, weil ich mal eine Runde lang nicht gekämpft habe. Wenn ich jetzt nach unten gehe, passiert Folgendes. Ich habe den Sven nicht gekillt, sondern die zwei Einser-Svens haben sich zu einem Zweier-Sven verbunden. Die sind gemorpht. Und der ist jetzt schwieriger zu killen. Aber ich habe einen Dreier-Attacke-Wert, ich habe 8 Lebenspunkte. Den schaffe ich trotzdem. Er hat mir aber, weil es ein Zweier-Sven war, hier 2 abgenommen. So, und rauf. Und den Einser machen wir so. Der hat mir jetzt gar keinen abgenommen, weil mein Attacke-Wert auf 3 ist. Ich so viel Leben habe, das stört mich gar nicht. So, den hier killen wir auch. Da haben wir jetzt einen Zweier gemacht. Aber wenn ich jetzt natürlich nach unten gehe, der Einser und der Zweier werden sich nicht verbinden, weil es ja verschiedene sind. Und den gleich mit. Und pack. Und den Zweier. Und runter. Und den verbinden wir. Den killen wir. Und den, und den, und den, und den. Und tschack. Läuft gerade bei mir. Da habt ihr gesehen, da haben wir schon eine Kaptorga mit Schwert. Die wollen wir natürlich haben. Jetzt mal so eine Einser-Kaptorga. Und ein Sven weggekillt. So, ab und zu verbinden sich diese Svens, aber solange sich das in Grenzen hält, ist das nicht so schlimm. Und jetzt habe ich mir hier endlich einen Weg gebannt zu meiner Zweier-Kaptorga. So. Ha, da. Oh, da verbinden sich Svens gar unheilig. Da müssen wir aufpassen. So, jetzt habe ich nur noch 5 Lebenspunkte. Und jetzt eigentlich egal, in welche Richtung ich mich bewege, es wird sich ein Zweier-Sven bilden. Das ist so eine Situation hier. Also mache ich das hier. Ja, so. Da habe ich mal eine Runde Pause gemacht und nicht den Sven über mir gekillt, weil ich gar nicht mehr so viel Lebenspunkte hatte und warten musste, bis ich hier meine Potion eingenommen habe und mich geheilt habe. So. Oh Gott, so viele Zweier-Svens.
Oh, was machen wir da? Oh, Vierer Sven. So. Ah, jetzt können wir eigentlich gefahrlos nach oben. Aber den müssen wir killen. Haben sich welche verbunden. Da mussten wir jetzt mal eine Pause machen. Haben uns jetzt wieder ein bisschen geheilt. Sehr gut. So, jetzt werde ich mal diesen Vierer-Sven töten, auch wenn das wehtun wird. Und rauf und weg mit den Svens. Oh, zweier Sven. So, jetzt swipe ich dann ein bisschen hin und her, weil ich habe echt keine Lust, dass sich diese zwei Vierersfenster zu einem Achtersfen verbinden. Jetzt habe ich den isoliert und jetzt kann ich auch unten gehen und den Vierersfen killen. Ha, gut, dass wir da ein bisschen Pause gehabt haben. Zap. So, einzelne Svens, das geht. Das kann man hier eine Weile machen. So, jetzt könnte ich hier eigentlich mal nach da gehen. Ich habe 8 und einen Attackewert von 2. Ich kann es mir mal leisten, diesen Vierer-Sven zu killen. Und dann machen wir mal ein bisschen Einsatzfenster platt. Immer hin und her. Back. Back. Oh, gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Ich hab's. Ausgezeichnet. Das wäre auch nur eine Weile gegangen. Also das Level haben wir tatsächlich mal mit einem Sieg abgeschlossen. Großartig, nachdem ich ja am Video 1 da gescheitert bin. Aber großartig, so geht also Svens Schnetzkern. Und warten wir auf den nächsten Teil. Im nächsten Teil wird es also darum gehen, worum wird es gehen? Um Silber sammeln wird es gehen. Genau. Also, bis später.